crazy wäre das, wenn ich... Und da wäre ich gerade fast abgeschmiert. Das ist so beeindruckend. Das ist einfach... Also ich glaube, wenn auf den Schildern steht Schiebestrecke, dann sollte man... Das ist so ein bisschen das Klischee von Sölden, dass es nur Murmelbahn-Trails hat, widerlegt. Moin und Grüße aus Sölden. Wer sich fragt, warum sind wir schon wieder in Sölden und warum waren wir vorher in Pisa, der hat das andere Video noch nicht gesehen. Aber wir sind in Sölden beim Sunlight Camp and Ride. Und Sölden war ich noch nie und hat aber eine ganz besondere Sache, und zwar haben die einen neuen Trail, der heißt der Ferner Trail. Und den werden wir hier fahren. Das wird ziemlich aufregend, weil der sehr ausgesetzt ist. Man darf ihn nur fahren, wenn man sich vorher angemeldet hat und so einen Wisch ausgefüllt hat. Und ich hoffe, dass es uns dann geht wie diesen ganzen anderen Menschen hier, die hier einfach schon megamäßig nach dem Radfahren chillen. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir den Trail gefahren sind. Deswegen würde ich sagen, legen wir mal los, oder? So, die Bikes sind ready und wir haben jetzt soweit alles gepackt. Ich fahre auf jeden Fall mit Rucksack, wir haben eine Jacke mit, Müsli-Riegel, was zu trinken, ein Tool und eine Kamera, damit ihr auch was seht. Und jetzt haben wir noch den Rest der Gang, wir sind insgesamt 8 Leute. Und dann müssen wir noch einen Haftungsverzicht unterschreiben. Und wenn wir den unterschrieben haben, treffen wir uns vorne am Lift. Und da nimmt uns dann ein Shuttle auf und bringt uns ziemlich weit nach oben auf den Gletscher. Ragazzi! Monika! Ja. Julia! Das bin ich! Jasper! Wo ist der? Erik! Da liegt Eis. Leute, da liegt Eis. Jetzt wird es richtig heiß. Auch wenn hier noch Eis liegt, es wird heiß. Also ich mache Schlusslicht und ihr könnt frei fahren. Magst du nicht mehr auf mich warten. Passt. Ja, das ist fair. Ich wusste gar nicht, dass wir jemanden dabei haben, der auf uns aufpasst, das voll. Ja, das Problem ist, dass teilweise kein Handyempfang ist. Ah, okay. Umgeben im Funk mit, falls was wäre. Da liegt überall noch Eis. Ich meine, wir sind auf dem Gletscher und eigentlich ist es viel erschreckender zu sehen, wie wenig Eis hier liegt. Weil vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten sah das hier noch alles weiß aus im Sommer. Und jetzt stehen wir hier auf dem Parkplatz umgeben von Stein und ab und zu noch Eis. Es ist definitiv gut zu wissen, dass eine Bergwacht mit dabei ist, wenn es Stellen gibt auf dem alpinen Trail, wo man kein Handyempfang hat. Wir sind alle ziemlich aufgeregt und nervös und freuen uns jetzt auf diese Anfahrt. Erik, mach dich warm. Danke. You know what to do. Ciao ragazzi! Ciao! Nice.
mal, wie läuft's denn, Josef? Ey, ich bin sowas vorher noch nie gefahren. Einmal bin ich tatsächlich beim Umsetzen leicht gefallen. Es ist ganz anders, aber es ist mega geil. Ciao ragazzi! Links? Oh! Kretscheria, Alter. Alter, ich fand das heute in Abstand das krasseste Stück. Das war ziemlich krass. Vor allem diese Rinne da oben, wo dieser eine Stein drin ist. Und ich dachte so, krass, wenn da dein Vorderrad jetzt einmal flupp macht. Lieber schieben als stürzen. Das Krasse bei so alpinen Trails ist meistens, dass einem das Panorama und die ganze Situation total flasht, dass man alles eigentlich total überbewertet. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Trail ganz normal zu Hause wäre, dann würde man ganz viele Sachen auch einfach fahren. Aber der Kopf spielt halt nicht mit. Dementsprechend muss man da einfach locker bleiben. Tag, Julia. Schön flach machen. Denk wieder ans Flach machen. Du bist ja aufrecht. Schön hier so in die Arme so. Bam. Bam. Ey, Leute. Dieses Surrounding ist so beeindruckend. Und da wäre ich gerade fast abgeschmiert. Gentlemen, mein Name ist Evil Jauch und wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, sind die wichtigsten Influencer verschwunden. Wenn Sie diese wiederhaben möchten, werden Sie an mich bezahlen müssen. Und zwar 1 Million Abonnenten. Entschuldigen Sie. 100 Milliarden Abonnenten. Ruhe! Und nun, Mr. Evil? Evil Jauch. Ich hatte nicht aufgepasst und nach einer durchzechten Nacht in Las Vegas hatte ich diesen Doppelnamen und einen Ring am Finger. Es ist das grundsätzliche Prinzip der Vereinten Nationen, nicht mit Terroristen zu verhandeln. Tatsächlich? Nun, wie Sie wollen. Bitte beruhigen Sie sich, meine Herrschaften! Weil ich die Kurve nicht gekriegt habe und gerade ausgefahren bin. Und da geht es ziemlich steil runter. Das ist so beeindruckend. Das ist einfach scheißegal, ob es regnet oder gerade ein bisschen kalt ist, aber es ist einfach so überwältigend abgefahren. Über den Stein. Ja. Alter! Über den Stein. Bin drumherum.
Holy fuck. Das wäre kein guter Ausgang. Da müssen wir rechts lang. Oh shit. Stark. Schiebestrecke. Also ich glaube, wenn auf den Schildern steht Schiebestrecke, dann sollte man sich einfach dran halten, bevor man hier links runterschmiert. Ist natürlich immer schön, das eigene Ego zu pushen, wenn man sowas fährt und es schafft. Aber ich glaube, auf 2000 Höhenmetern muss man sowas nicht riskieren, ne? Vor allem in der Nacht. Eine Million Tiefenmeter. Hey, guck mal, Jasper, ich habe voll das epische Bild von dir gemacht gerade. When you sit there and thinking about... Oh, wow. Habt ihr noch Bock? Jo. Jo. Boop, boop. Ready to do it? Ja. Ja, voll Staub vor der Ecke. So, wir haben jetzt hier so einen Zubringer. Der heißt Löble Trail. Und der bringt uns zum Nene Trail. Servus. Und der letzte Part vom Ferner Trail und Löble Trail sind Share Trails. Also da trifft man ab und zu mal einen Wanderer, den man dann nett grüßen sollte und idealerweise auch auf Schrittgeschwindigkeit runterbremsen, because of gegenseitigem Respekt. Vielen Dank. Servus. Zurück in der Zivilisation. Fühlt sich auch ganz gut an, oder? Scheiße, Mann. Da. Bist du auch nicht so der Fan von Treten? Nee. Zumindest nicht bei Sonnenschein und in einem Skigebiet, wo es überall Lüfte gibt. Aber es sind ja nur 42 Höhenmeter. Das kann man schon verkraften bei dem Panorama, was wir heute genießen durften. Jetzt kann man wenigstens das auch die Landschaft tatsächlich auch genießen. Ja. Nicht so fokussiert. Auf den Trail gucken. Also da kam der Trail raus und dann sieht man die Geistachhütte, Geistachalm. Und dann müsste man der Theorie eigentlich geradeaus weiter. Da ist aber ein Gatter, jetzt haben wir danach gefragt. Und dann muss man hier einmal hoch und dann geht es da oben rechts rüber zum Nini-Train. Nee, nee, sage ich dazu nur. Nee, nee, all on top gekämpft. Vom Gletscher bis zum Nini-Train. Der zuletzt unten ist, zahlt das Bier. Oh nein! Thank you. Made it. Wir haben alle Halle nach unten gebracht. Keiner ist verletzt. Alle hatten Spaß. Wir haben uns unser Mittagessen verdient. Wir haben 11.09 Uhr. Um 8 sind wir losgefahren. Also um 8 Uhr war Start von der Tour. Wir haben ungefähr 25 Minuten geschattelt, waren dann oben auf dem Berg. Und wir haben jetzt 11 Uhr. Bedeutet, wir haben 3 Stunden gebraucht bis runter. Und dieses Abenteuer war es auf jeden Fall wert. Leute, die nicht gerne alpin fahren, für die bedeutet das auf jeden Fall eine Menge Schieben und wahrscheinlich auch ein bisschen Kotzen.
Aber der Gletscher war es auf jeden Fall wert, da hochzufahren. Und die Tour hat richtig viel Spaß gemacht. Es waren alle ein bisschen überfordert, aber alle haben auch gesagt, es war es auf jeden Fall wert, da hochzufahren. Ich fand es einfach, es war ein mega Abenteuer. Ja, und muss echt sagen, dass es so ein bisschen das Klischee von Sölden, dass es nur Murmelbahn-Trails hat, widerlegt. Und die Aussicht auf den Gletscher war mega. Also vom Gletscher bis ins Tal zu fahren, das ist gleich ein Erlebnis, das ich jedem Mountainbiker einfach vom Herzen gönne, dass er das mal erlebt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's. Alle Infos gibt's unten in der Videobeschreibung. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Trail fandet. Freue mich. Kanal abonnieren und so, ne? Ciao, macht's gut.